Corona, Corona, Corona. Dieses Thema ist gerade allgegenwärtig. Deswegen gibt es heute ein Video zum Thema Hilfe für Künstler und Freiberufler in dieser verrückten Zeit. Viel Spaß! Ja, meine Lieben, verrückte Zeit gerade. Das ist schon irre, was hier gerade in Deutschland passiert. Fakt ist, ich habe mich mal hingesetzt und ein paar Artikel durchgelesen und geguckt, was haben wir als Künstler und Freiberufler für Möglichkeiten auf finanzielle Hilfe und Unterstützung in dieser Zeit. Alles unter Vorbehalt natürlich. Es gibt mit Sicherheit noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Artikel, noch mehr Menschen, an die ihr euch wenden könnt. Trotzdem habe ich gedacht, ich fasse jetzt alles, was ich so in letzter Zeit gehört habe, mal für euch zusammen. Ihr findet alle Links zu den von mir genannten Optionen, Möglichkeiten unten in den in der Videobeschreibung. Also checkt auf jeden Fall. Ich mache das chronologisch, so wie ich das jetzt hier erwähne, steht es unten in der Videobeschreibung. Als erstes haben wir für alle, die in Bayern leben, den Antrag auf Soforthilfe. Das ist tatsächlich, glaube ich, bundeslandabhängig. Wir in Bayern haben da die Möglichkeit drauf. Checkt mal, ob ihr diesen Antrag, dieses Formular dazu ausfüllen könnt und da dann Soforthilfe bekommen könnt. Dann gibt es mit der GVL einen sogenannten Wahrnehmungsvertrag. Wenn ihr den ausgefüllt habt, abgeschickt habt, dann bekommt ihr eine Soforthilfe von 250 Euro. Ist alles kostenlos. Dann hat das Bundeswirtschafts- und Finanzministerium angekündigt, dass man seine Vorauszahlungen für Einkommens- als auch Körperschaftssteuer herabsetzen kann. Sprich also, checkt mal hier bei eurem Finanzamt, bei eurer jeweiligen Behörde, wie ihr eben diese Angaben nach unten korrigieren lassen könnt. Nach unten korrigieren lassen könnt ihr auch die KSK, heißt diese jährliche Angabe, die ihr gemacht habt, was ihr an Gewinn einnehmt. Also ihr müsst ja jedes Jahr eine Prognose abgeben, wie hoch euer Gewinn sein wird im kommenden Jahr. Und diese Zahl könnt ihr auch nach unten korrigieren lassen. Ganz wichtig ist, dass ihr alle Ausfälle dokumentiert. Dass ihr aufschreibt, mit wem hättet ihr einen Gig gehabt, wer ist da der Auftraggeber. Was wäre das für eine Veranstaltung gewesen, wann natürlich, Uhrzeit, also alles, was zu diesem Gig, der ausgefallen ist, bekannt ist, alles aufschreiben, alles dokumentieren. Wichtig ist auch, dass hier mündliche Vereinbarungen zählen, auch das mit aufschreiben, was ihr mal mit jemandem mündlich vereinbart habt. Dann auch WhatsApp-Nachrichten oder Messenger oder was auch immer, alles aufschreiben, dass das später nachvollziehbar ist. Wenn ihr selbst Verträge habt mit Veranstaltern, checkt mal, ob man vielleicht das Event verschieben kann, einfach auf ein anderes Datum legt. Ich meine, in so einer Zeit ist es natürlich wichtig, dass man irgendwie mehr miteinander spricht und dann guckt, dass jede Partei einigermaßen gut aus der Sache rauskommt. Schaut auch mal, ob ein Ausfallhonorar ausgemacht wurde für vielleicht ähnliche Fälle. Ja, wann gab es schon mal so einen ähnlichen Fall? Aber guckt einfach mal, dass ihr mit euren Veranstaltern sprechen könnt. Ganz, ganz wichtig, dass man da im Gespräch bleibt. Der Fall der Quarantäne. Heißt, ihr seid zu Hause in Quarantäne und könnt nicht mehr eurer Arbeit nachgehen. Das ist dann der Fall, wenn ihr zum Beispiel Producer seid und natürlich jetzt nicht euer Studio von A nach B einfach mal schleppen könnt. Dann habt ihr die Möglichkeit auf mehr Anwendungen. Heißt, checkt bei eurem Gesundheitsamt, bei der jeweiligen Behörde, fragt da mal nach, denn laut dem Infektionsschutzgesetz habt ihr da Anspruch auf Entgelt. Also ihr könnt ja eurer Arbeit nicht nachgehen und deswegen müsst ihr da finanzielle Entschädigung bekommen. Auch die KfW gibt Sofortkredite aus. Checkt mal, ob das für euch in Frage kommt. Auch hier habe ich natürlich unten verlinkt. Und ist natürlich klar, ihr könnt online unterrichten über Skype, über Zoom. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder guckt auch mal, dass ihr vielleicht Konzerte über anbietet über Live gehen. Da habe ich was ganz Schönes gefunden, nämlich das sogenannte Quarantäne-TV. Da können dann Leute für Musiker spenden und die geben dann praktisch Live-Konzerte, die dann eben gestreamt werden und übers Netz zum Anschauen bereitstehen. Also finde ich total schön und da auf jeden Fall mal gucken, ob das für euch in Frage kommt. Dann habe ich noch zwei Petitionen, die ihr auf jeden Fall unterschreiben solltet, könnt. Einmal
die Petition zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das wäre jetzt mal eine gute Möglichkeit, das zu testen. Das liegt dann zwischen 800 und 1200 Euro, was man monatlich bekommt. Und zwar ab sofort und zwar für die nächsten 6 Monate. Da gibt es eine Petition, da gerne unterschreiben. Zusätzlich auch noch eine Soforthilfe für eben Künstler, Freiberufler. Auch hier wurde eine Petition erstellt von einem Sänger, glaube ich, freiberuflichen Sänger. Auch da könnt ihr unterstützen. Und eine sehr schöne Facebook-Gruppe gibt es natürlich auch noch, aber ich nehme an, dass viele von euch die auch schon kennen. Hier könnt ihr natürlich auch Mitglied werden und dann immer mal checken, was einfach so geschrieben wird. Jeder hilft sich da gegenseitig und stellt eben neue Artikel rein, neue Informationen zu dieser aktuellen Lage. Nochmal, wie gesagt, alles unten in den Videos verlinkt. Was ich jetzt gerade gesagt habe, jeweils die verschiedenen Webseiten, auch meine Quellen, auf die ich mich natürlich bezogen habe, meine Infos, die ich von den jeweiligen Webseiten bekommen habe. So, und nun noch ein paar Infos von mir. Was mache ich denn so während dieser verrückten Zeit, in der ich zu Hause sitze und nichts tue? Naja, so ist es natürlich nicht. Ich habe immer irgendwas zu tun und mir wird eigentlich nie langweilig. Deswegen ein paar Tipps, ganz persönliche Tipps von mir, wie ihr durch diese schwere Zeit kommt. Hausputz. Wischt eure Schränke aus, wischt eure Böden, wischt alles, was ihr könnt, putzt Fenster. Das ist doch eine wunderbare Gelegenheit, das mal zu tun. Denn ich nehme an, wir haben ja alle unter dem Jahr wahrscheinlich ganz viel Zeit für genau sowas. Ihr könnt als zweites euch um euren öffentlichen Auftritt kümmern, heißt Online-Auftritt, meine ich jetzt in dem Fall ganz bewusst. Checkt mal wieder, dass ihr vielleicht mehr auf Social Media aktiv seid, euren Instagram-Kanal auf Vordermann bringen. Ihr könnt vielleicht mal mit YouTube starten, wenn ihr schon lange gedacht habt, ach ja, jetzt kann ich mal wieder ein paar YouTube-Videos eigentlich machen und habt nie dafür Zeit gehabt. Ja, jetzt ist die Möglichkeit, jetzt ist die Chance, legt los und haut rein. Thema Steuer steht ja auch bald wieder an, natürlich unter Vorbehalt, denn das ändert sich wahrscheinlich jetzt ja alles, aber sowas wie Belege sortieren, Ordner mal wieder irgendwie, ne, alphabetisch oder so sortieren, also da gibt es glaube ich eine Menge, was an Papierkram liegen geblieben ist. Dann natürlich könnt ihr sportlich aktiv sein, da was ganz, ganz wichtig ist, ich bin ja noch Fitnesstrainerin und auch alle Fitnessstudios sind zu und ich muss keine Kurse mehr geben. Ich bin Kurstrainerin normalerweise jede Woche und deshalb habe ich mir gedacht, ich starte jetzt mal so eine Live-Kurs-Challenge oder eben Workout-Stunde für euch. Schaut hierzu mal auf meinen Instagram-Kanal vorbei und da werde ich auf jeden Fall rechtzeitig ankündigen, wann das Ganze stattfinden wird. Ein gemeinsames Workout in dieser Zeit. Juhu! Und dann könnt ihr mal wieder Dinge machen, die ihr vielleicht schon lang mal angreifen wolltet. Wie bei mir ist es Gitarre spielen. Es klingt schon sehr cool. Achtung, ich demonstriere. Ja, so viel zum Thema. Ich muss noch ein bisschen üben, dafür habe ich jetzt viel Zeit. Auch das ist doch eine schöne Sache, die ihr jetzt in Angriff nehmen könnt. Und zum Schluss habe ich noch was Schönes gelesen in einem Blogbeitrag. Lasst doch mal wieder eure Haare ausfetten. Ja. fand ich auch interessant. Wir gehen ja jetzt nämlich nicht mehr vor die Tür. Und deswegen können wir mal wieder unseren Haaren was Gutes tun und die nicht mehr so regelmäßig und oft waschen. Ja. Mal schauen, ob wir das alles so machen. Aber das wurde empfohlen. Viel Spaß dabei. Und ja, das war's auch schon. Nochmal der Appell an euch alle, nehmt die Sache ernst. Es ist wirklich einfach so, dass wir alle jetzt unseren Beitrag leisten können, indem wir zu Hause bleiben und auf dem Sofa Zeit verbringen und vielleicht einfach mal noch mehr Netflixen als vorher. Danke fürs Zuhören und Schauen. Bis ganz bald.